Ein herzliches Willkommen hier wieder zurück bei Clash of Clans. Ich bin zwar noch ein bisschen krank, aber es geht dann auch wieder und ich glaube, ich kann schon wieder ein bisschen moderieren. Ich hoffe, ich mache heute gut und ja, erstmal die Feinde reaktivieren. Und ja, am Anfang wollte ich direkt mal sagen, dass ich das mit der Leaderverteilung jetzt so geregelt habe, dass unser lieber Rafa, den ich doch schon sehr lange kenne, ich meine schon 6 Jahre, 5 Jahre. Ich hatte damals mit ihm noch ein anderes Spiel gespielt, Vorstory nannte sich das. Und ja, da war es umgekehrt, da war er mein Clan-Leader. Und ja, ich gebe ihm die Vollmacht, das habe ich auch in einer Rundmail geschrieben. Ich gebe ihm sozusagen eine Vollmacht über den Clan, sodass er die Aufgaben erledigen kann, die ich mache, dass er auch Leute kicken darf, wenn sie sich, ich sag mal, kindisch verhalten, weil mir das irgendwie voll auf die Nerven geht, wenn er euch die ganze Zeit immer so, der hat aber das gemacht und ja, jetzt bin ich aber verärgert und so. Und bei Leuten, die nicht spenden oder Leute, die nicht am CW teilnehmen oder so, weil ich habe einfach keine Zeit dafür, weil wenn jetzt die Ferien zu Ende sind, dann habe ich Schule. Und was mache ich außerhalb der Schule? Natürlich Videos. Und das braucht natürlich auch seine Zeit. Und da habe ich auch nicht ganz so viel Zeit, mich um den Clan zu kümmern und alles zu achten. Deswegen wird Rafa jetzt die Aufgaben für mich übernehmen. Danke dir, dass du dich bereit erklärt, das zu machen. Und das war jetzt zum Anfang hin meine kleine Einführung dazu. Ich hoffe, dass wir dann gut kooperieren können und dass ihr auch weiterhin Spaß haben werdet. Und ich wollte jetzt ganz gerne nochmal im Clankrieg kämpfen. Und zwar, warum haben die alle hier keine Sterne geholt? Boah, der hat schon Kristallmauern. Respekt. Was hat der in seiner Clanburg drin, ne? Das will ich, glaube ich, nicht wissen. Glaube ich. Aber ich greife dennoch mal die Nummer 29 an. Ja, ich greife die jetzt mal an. Ich hoffe, ich schaffe die. Ich denke mal schon, aber was? Scheiße, Mann. Och, bin ich doof. Ich habe gar nicht kontrolliert, was für Sachen ich habe. Och, Kacke. Da habe ich auf Angriff gedrückt und ich kann hier noch nicht mal was, ey. Und Scheiß, muss ich mich auf meinen Drachen verlassen, ey. Ist ja ein Kack. Aber na gut, vielleicht schaffen wir es ja trotzdem. Alles möglich, ne? So. Und dass wir hier nochmal ein paar Bogies platzieren. Oh. Und dass wir hier halt erstmal die Dev-Sachen so ein bisschen ausschalten können. Vielleicht klappt es ja. Vielleicht. Es ist jetzt zwar ein kleiner Fail gewesen, aber vielleicht klappt es ja dennoch. Wir werden es ja mal sehen. Wir werden es ja echt sehen, ob es jetzt doch vielleicht klappt. So. Die machen ihre Arbeit dort. Und oh, da sind Viecher drin. Das ist natürlich nicht so gut. Das ist nicht so gut. Mann, ich hätte hier 3 Sterne holen können, wenn ich nicht so unaufmerksam gewesen wäre. Das ist natürlich schlecht jetzt. Das ist sehr schlecht. Ich hätte mehr Bogenschützen machen sollen. Die machen es hier besser, glaube ich, jetzt irgendwie. So. Mach mal das alles kaputt hier. Oh scheiße, wir haben einen Magier dort. Das ist natürlich nicht so gut. Ach, da haben wir schon alle anderen Viecher hier kaputt. Greif mal hier mit den Drachen an. Ein Stern ist mindestens drin, denke ich. Ach, ich habe das so fail gemacht. Scheiße. Ja, ich dachte, ich hätte wie immer meinen Trupp da drinne. Ja, dafür muss ich mich jetzt entschuldigen. Ich habe es kacke gelöst. Ja. Ich werde den definitiv morgen nochmal angreifen. Falls er nicht mich angegriffen hat. Na gut, wir verlieren eh. Das war doof, weil ich dachte, ich hätte meine Truppen so, wie ich sie haben möchte. Hatte ich aber nicht. Naja, so. Aber dann mache ich die jetzt so, wie ich die haben möchte. So. Und das ist halt so mit 10 Magiern. Und dann nochmal 10 Riesen. 9 gehen auch. Um den einen Riesen wird sich jetzt keiner scheren. Und 7. Na, 7 Ballons. Das ist eigentlich meine Taktik. Scheiße, dass ich die gerade so verplempert hab, sag ich mal. Ah, na gut. Na gut, wir haben eh so oder so verloren. Ja. Was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich denn jetzt machen?
Ich wollte eigentlich den Clan kriegen. Ah ja, ich wollte noch ein paar Leute zeigen, die gut gekämpft haben. So, wer hat denn hier 3 Sterne geholt? Wen haben wir noch nicht so gezeigt? Ich gucke einfach mal durch. Ich gucke mal. Ich habe verteidigt. Was, was, was? Ich habe verteidigt. Wow. Gucken wir mal. Aha. Mit Riesen. Ich hatte Bogenschütze und so drin. Ah ja. Okay. Die sind in einem oder anderen Fall dennoch ganz gut, weil das eine Mehrzahl ist und man deswegen ein bisschen aufpassen muss. Was habe ich denn da gemacht? Das da ist kaputt gegangen. Das hat sich als gut erwiesen, dass ich die Magiertürme dahin gepackt habe. Das war auch so meine Taktik, dass dann alles ringsrum so kaputt geballert wird. Und dann habe ich es geschafft. Na gut, mit so viel haben sie ja dennoch nicht angegriffen. Deswegen, es war ja eigentlich. Naja, gut, es war eigentlich ein Muss, dass ich da meine 3 Sterne verteidige. Eigentlich haben wir hier nicht viele neue. Habe ich denn. Ich habe, glaube ich, auch. Warte. Aber da habe ich einen mit einem Stern verloren. Was habe ich denn da gemacht? Guck ich mal. Dann guck ich mal. Haben wir der gemacht? Riese. Aber der hatte auch 2 Heiler. Ja, die 2 Heiler. Na gut. Er hat da meine Viecher da rausgelockt, ne? Und Scheiß. Aber die haben eigentlich ganz schnell das alles kaputt gemacht. Aber nun gut. So haben sie dann ihre Arbeit gemacht und Bombe ist explodiert. Aber ich glaube, meine Riesenbombe oder so war da nicht aktiv. Weil viele Bomben oder so waren da schon natürlich weg, oder? Kann sein. Und die Heiler, die haben es natürlich dann auch erschwert, dass man da. Ja, dass man da ein bisschen zügiger vorankommt, ist dann selbstverständlich. Ah, der eine Stern? Wie habe ich das denn jetzt noch geschafft, dass ich den kaputt gekriegt habe? Ich jetzt nicht. Also guck mal, die Mauern, die bringen es, ne? Die bringen es echt. Deswegen habe ich das so gemacht. Weil, wenn man da so Mauern hat, das bringt es mehr, als wenn du. Guck mal, dann braucht er nämlich noch eine Zeit, um das kaputt zu machen. Das bringt es nämlich mehr, als wenn du da irgendwie. Na, ich weiß nicht, was aufbaust, was. Was ringsherum Mauern hat, dann bringt ja da die einzelne Mauer natürlich nichts. Und das ist halt das, dass ich hier eine Goldmauer platziere und da, weil außen kommen sie so oder so durch mit den Mauerbrechern. Deswegen. Ach, ist ihm dann die Zeit abgelaufen? Das ist ja interessant. Ihm ist die Zeit abgelaufen. Ja, also kann man es auch herauszögern, indem die Zeit abläuft. Habe ich denn. Ich kann an meinem Dorf nicht werken. Sonst hätte ich hier nochmal ein paar Mauern lang gezogen. Ah, der geht nicht. So. Aber ich würde dann noch ein paar Leute zeigen. Wen zeige ich denn mal? Shahin und Kuba würde ich ganz gerne zeigen. Und Replay zeige ich auch nochmal. Gleich. Das Dorf sieht interessant aus. Ich finde, das ist irgendwie schön gegliedert. Nur da fehlt eine Mauer. Oder zwei. Kann ich nicht genauer nachzählen, weil ich die Kästchen nicht habe. Oder. Keine Ahnung. Außen sieht man das so ein bisschen. Sieht man das da auch? Weiß ich nicht. Ich habe eh Kackaugen. So, was sieht man denn hier? Ah, man lockt erstmal die Viecher heraus. Und dann greift man die dort alle an. Dann kommt man mit Drachen. Boah. Das finde ich mal geil. Ich hätte auch gern so viele Drachen. Aber. Ja, wer was will, der bekommt nichts, ne? Ist halt so. Ich will auch nächsten Monat ein neues Mikro, aber ich hoffe, das bekomme ich. Hoffe ich doch mal. Dann ist aber zu Ende mit Mikro kaufen. Dann ist das mein letztes Mikro, das ich mir gekauft habe. Weil dann bin ich zufrieden. Habt ihr eine Idee, welches ich mir kaufen werde? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ratet mal, welches Mikro ich mir kaufen werde. Und mit welchem ich dann zufrieden sein werde. Bin ich mal gespannt, ob ihr das wisst oder ob ihr überhaupt auf diese Frage reagiert. Na gut. So, jetzt sehen wir noch die anderen 2 Leutchen. Der Herr Kuba, kommen Sie aus Kuba oder warum heißen Sie Kuba? Mal 2. Oh, er hat sogar PEKKAs. Sehr schön. Boah, ich finde diese Dinger immer noch so krass, ne? Weil ich habe auch letztens so in Angriffen, also Leute, die mich angegriffen haben, habe ich so erlebt, dass die mich mit solchen Viechern angegriffen haben und da habe ich voll verloren. Deswegen finde ich das so krass, weil die hauen auch die Mauern, hauen die zack, zack kaputt, ne? Geht der erst da rum.
Ist er behindert? Macht doch der Teil kaputt. Ja. Ich glaube, der achtet da nicht drauf. Ich dachte, die sind eher auf Ressourcen aus. Guck mal, zwei Schläge und zack, die Mauer ist kaputt. Da bringt die nicht so viel. So. Zack. Auch kaputt. Die Viecher, die sind echt göttlich, ey. Die sind echt krass, finde ich. Schreibt ihr mir was hin. Spendenverhältnisse sind immer sehr wichtig im Clan. Wer die nicht in Ordnung bringt, der fliegt. Tut mir leid. Ist aber so. Wir wollen ja ein gutes Verhältnis aufbauen. Deswegen machen wir das auch so. Die Folge heute wird ein bisschen länger. Finde ich schön. Ist immer so im Clan-Krieg. Der Replay. Was hat der denn? Na, zurückgespielt. So, mal zwei mache ich das mal wieder. Ich schaue es mir immer in mal zwei an. Und es ist auch schon drei Drachen. Ist sehr schön. Ist sehr schön. So, hat man da die Drachen. Ich finde es schade, dass man sowas wie die Clanburg nicht so für sich hat. Also, dass man nicht selber so auch so eine Dev-Strategie hat, wo man so Einheiten reintun kann. Und das halt so als, sag mal, Lager, Bunker für seine Einheiten hat und die dann angreifen können. Das wäre natürlich auch eine Alternative, die ganz cool wäre. Dass der kaputt macht, bringt nichts. Oh, die Luftabwehr ist dann auch stärker als man glaubt, ne? Leider, diese Kackluftabwehr hat es ihm leider hier ein bisschen vermasselt. Oder? Okay. Erstmal vorangekommen, aber ich glaube, dass die Zeit so ein bisschen da amok gelaufen ist, wie ich mir das so gerade anschaue, dass man die drei. Das ist jetzt aber. Das war echt gemein, ey. Dann läuft man da durch und. Ui, Tellerreisen. Ich dachte. Ach, Tellerreisen machen einen sofort weg. Ich dachte, Tellerreisen befördern einen nur außerhalb der Mauern irgendwo hin. Deswegen dachte ich nur. Das wusste ich gar nicht. Na gut, dann habe ich euch die Kämpfe gezeigt, aber. Ganz auch keine Wiederholung. Oh, schade. Was habe ich denn hier an guten Kämpfen? Nö, ich zeig jetzt nicht. Guck mal, mit was für Leuten, die mich alle angreifen, ey. 90, 90 und ein davon. Ey, kein Wunder, dass ich verliere. Schlimm. So. Aber an dieser Stelle würde ich die heutige Folge ganz gern beenden. Heute mal wieder ein bisschen länger. Es würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder einen Kommentar. Also wie immer, eine Bewertung der Folge ist immer sehr wichtig, weil ich auch gerne wissen möchte, wie ihr die Folgen haben möchtet, wie ich sie strukturieren soll und aufbauen soll. Das ist für mich ganz wichtig, damit ich euch das geben kann, was ihr halt mögt. Und ja, da würde ich mich echt freuen. Unten rechts nochmal die Playlist zu Clash of Clans. Echt wichtig, wenn ihr die vorigen Folgen euch nochmal anschauen möchtet. Es sind mittlerweile fast 50 Folgen, die es gibt. Also da habt ihr noch was zu gucken, falls ihr nochmal früher reinschauen möchtet. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge von Clash of Clans wiedersehen würden.